Und jetzt schauen wir dann auf die Landung. Da ist was passiert, Martin. Da ist uns der Atem im Hals stecken geblieben. Ja, das ist ein Wahnsinn. Also er hat den Sprung schon früh aufgemacht, er war noch weiter gegangen, hat ihn dann zum Schluss runtertreten müssen, dass er wirklich landen kann, dass er wieder am Boden kommt. War wahnsinnig weit, der Landedruck natürlich extrem hoch, da hat es keine Chance mehr, dass du den Sprung stehst, der ist direkt durchgesagt und das Blöde war, es hat ein bisschen am Hintern gehauen, glaube ich, was man gesehen hat, mit dem Hinterkopf voll in Schnee, also das gilt's.